Om Namah Shivaya und willkommen zu unserem Samstagabend-Satsang. Sowohl alle, die hier sind, als auch alle, die mitschauen von zu Hause. Wir haben die große Ehre und Freude, Yogi Hari hier zu haben, der schon viele Jahre zu Yoga Vidya gekommen ist, jetzt einige Jahre Unterbrechung, aber von 1994 bis 2009 jedes Jahr bei uns gewesen ist. Und er hat auf meiner Yogalehrerausbildung hat er den Asana-Teil unterrichtet und Bhagavad Gita, so hat er auch großen Anteil indirekt an der Entstehung von Yoga Vidya. Und so freuen wir uns besonders, dass er jetzt hier ist und den Satsang gestalten wird mit einführenden Mantras, Meditation und danach mehr Kirtan. Und er ist begleitet von Rasa, die professionelle Musikerin ist und von ihm ausgebildet ist, auch in Nada-Yoga und auch einiges singen wird und Tablas spielen wird. Und so können wir uns freuen auf eine tiefe spirituelle Erfahrung. Die beiden werden das Ganze vom klassischen Nada-Yoga-Standpunkt aus machen. Was heißt, wir singen mit, aber es wird nicht getrommelt und nicht geklatscht, wie wir das sonst am Samstagabend-Satsang machen, sondern es ist meditativer und dann besonders tiefgehend ins Herz, in die Chakras und zum Überbewusstsein. We'll begin our meditation this evening, chanting some mantras. These mantras are called moksha mantras, mantras for liberation. Wir beginnen heute Abend damit, dass wir einige Mantren singen. Wir beginnen unsere Meditation damit, moksha mantras zu singen. They are associated with the loving aspect of the divine. Sie werden in Verbindung gebracht mit dem liebenden Aspekt des Göttlichen. As I chant the mantras, you could try the best way you can to repeat after me. Wenn ich die Mantren chante, dann kannst du dein Bestes geben, um nach mir zu wiederholen. And try your best to tune into the vibration of the mantras. Und gib dein Bestes, dass du dich einstimmst in die Schwingung des Mantras. They have the quality to create a nice positive vibration in your body, mind, and in our Sangha. Sie haben die positive Qualität, eine göttliche Schwingung in unserem Körper, in unserem Geist und in unserer Sangha zu kreieren. So when we go into silent meditation, it helps to make it easier. Und wenn wir dann in unsere stille Meditation gehen, hilft es uns, das einfacher zu machen. Oh. Gopal Krishna Bhagavan ki jay. Gopal Krishna Bhagavan ki jay. Om Hari Om. Om Hari Om. Guru. Shri
Gaye Namaha. Durgaye Namaha. Ram Ramaya. Aufrechte Linie. Relax the body. Entspanne den Körper. You could survey the body from the toes going up the head, just like in final relaxation.
mentally search the body for tension, mentally release the tension and relax the body. Du kannst im Körper von den Zehen bis zum Kopf nach oben gehen und geistig nach Verspannungen suchen und geistig diese Verspannungen loslassen. Practice to be comfortable in this sitting posture. Praktiziere, dass du es bequem hast in dieser Meditationsstellung. Now withdraw the mind from all thoughts and distractions and focus the mind at the point between the eyebrows. Dann ziehe deinen Geist zurück von allen Gedanken und Ablenkungen und fokussiere deinen Geist auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. This point is referred to as the Ajna Chakram, third eye. It is really the seat of consciousness. Dieser Punkt wird auch als das Ajna Chakra bezeichnet. Das dritte Auge, das ist wirklich der Sitz des höheren Bewusstseins. So train your mind to rest at that point. So trainiere deinen Geist, sich in diesem Punkt auszuruhen. Every time you become aware that the mind is wandering, moving away, bring it back to this point of focus. Immer wenn du dir dessen gewahr wirst, dass dein Geist umherwandert, bring ihn zurück zu diesem Punkt des der Aufmerksamkeit. In time you'll become aware of a throbbing, pulsating sensation at that point. Und mit der Zeit wirst du dir eines Pulsierens in diesem Punkt gewahr werden. This is the first indication that your mind is moving inward. Das ist das erste Zeichen dafür, dass der Geist nach innen geht. The moment you become aware of this pulsation, it will attract the mind to go deeper within, to experience deeper levels of Shanti. Und in dem Moment, wo du dir dann dieses Pulsierens gewahr wirst, wird das den Geist anziehen, dass er sich mehr zurückzieht und in diesen meditativen Zustand geht. To assist in this process of concentration, you can use a mantra. Um diesen Zustand der Konzentration zu unterstützen, kannst du ein Mantra nutzen. If you don't have a mantra, use Om mentally, continuously, repeat the mantra. Wenn du kein Mantra hast, dann nutze das Om und wiederhole es immer wieder auf mental. As your mind becomes absorbed in the mantra, you will experience waves of shanti, of peace, flooding your body and mind. Wenn dein Geist in dem Mantra absorbiert wird, dann wirst du Wellen von Frieden in deinem Geist erfahren. In time, this simple practice will take you into the state that is called meditation. Und mit dieser Zeit wird dich diese einfache Praxis einen Zustand führen, der Meditation genannt wird. In that state you will lose awareness of time and space. Only the experience of bliss will be there. Und in diesem Zustand wirst du die Aufmerksamkeit für Zeit und Raum verlieren. Nur Wonne wird da sein. As you remain in this state for a while, you will naturally glide into the fourth state, which is called Samadhi. Or Nirvana. Und wenn du in diesem Zustand eine Weile bleibst, dann wirst du natürlich in den Zustand gelangen, der Turiya genannt wird, oder Nirvana, Samadhi. There are many names that are used to indicate this fourth state. Es gibt viele Namen, die benutzt werden, um diesen vierten Zustand anzuzeigen. In that transcendental state, you will experience who am I, that you are divine, you are the spirit, the soul, the Atman. In diesem transzendentalen Zustand wirst du erfahren, dass du göttlich bist und eben ein göttliches Wesen bist. This is a state of enlightenment, knowing that you are one with that ocean of consciousness. Das ist der Zustand der Erleuchtung, in dem du weißt, dass du eins bist mit diesem Ozean des Bewusstseins. You could say that this is the goal of yoga,
that state where you identify with who you really are. Man kann sagen, das ist das Ziel im Yoga, dass du dich identifizierst mit dem, dem du wirklich bist. So we continue for a few minutes silently. So, wir machen jetzt weiter in der Stille für ein paar Minuten.
meditation with chanting. Wir fahren mit unserer Meditation fort und chanten. You could relate to the chanting as a continuation of the meditation. Du kannst das Chanten als eine Fortführung der Meditation ansehen. Try to maintain that serenity of mind, calmness of mind, and as you chant along with us, as you repeat after me, try to experience the uplifting effect of the mantras. Und behalte diese Ruhe im Geist weiterhin bei. Versuche nach mir, also zu wiederholen, und bleibe in dieser Stille. Jai Ganesha, 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 Jai Ganesha,
meditation, meditating on Hanuman. Über Hanuman. I arrange this in an evening raga, and at the end of each verse you can repeat Jai 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 Hanuman. Ich habe das arrangiert in einem Abendraga und nach jedem Vers könnt ihr Jai 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 Hanuman mitsingen. The shloka Tulsidas is expressing that with the dust from my guru's feet I cleansed the mirror of my mind and then went on to narrate the glories of Hanuman. Also Tulsidas hat in diesen Shlokas gesagt, mit dem Staub von meines Gurus Füßen reinige ich den Spiegel meines Geistes, und dann fuhr er fort und hat diese Verse geschrieben. Come, come.
Yeah.
पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तू साजा और मनोरथ जो साधु संत के Thank you.
was arranging this. Rendition of the Hanuman Chalisa. Spontaneously, at the end of it, this Om Namah Shivaya chant came. I couldn't understand why. Later on, investigating, I understood that Hanuman was an incarnation of Shiva. Als ich die Hanuman Chalisa arrangiert habe und diese Raga gemacht habe, kam anschließend ganz intuitiv und spontan dieser Shiva-Chant. Und dann habe ich erst mir gedacht, warum kommt das denn jetzt danach? So Shiva incarnated as Hanuman to assist Rama in his mission to destroy the great the demon. Also Shiva hat sich als Hanuman inkarniert, um Rama dabei zu helfen, diesen großen Dämonen zu besiegen. So I'll sing another bhajan. The devotee is expressing how life after life I've been your devotee, your servant. Ich singe einen anderen Bhajan, in dem ein Devotee, ein Anhänger, wiederholt, Leben um Leben bin ich dein Verehrer. Of Shiva. Von Shiva. Life after life, I bin a devotee of Shiva. Leben um Leben bin ich ein Anbeter von Shiva. Nagendra. Trilochanaya Bhasmangarakaraya Digambaraya Gauri Vilasa Bhuvanaya Maheshwaraya Vande Thank you.
Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram.
never fail in respect to the sages. Versuche immer Respekt vor den Heiligen zu haben. Honor those who are worthy of honor. Verehre diejenigen, die es wert sind, verehrt zu werden. Today sitting here having satsang with you, amazingly wonderful people. Heute hier zu sitzen, Satsang mit euch zu haben, wundervolle Menschen. I cannot help but reflect on the life of the great master Shivananda. Ich kann nicht anders als über das Leben von dem großen Meister Shivananda, über das Leben zu reflektieren. Because he wanted to help people with their suffering, he became a medical doctor. Weil er Menschen helfen wollte in ihrem Leiden, ist er ein Arzt geworden. Going to Malaysia on a 5-year contract, serving the laborers there. Er ist nach Malaysia gegangen und hat dort einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben und hat dort die Arbeiter unterstützt. He experienced that even though he was helping the people in their sickness, their suffering, he didn't feel fulfilled. Er hat dort erfahren, dass obwohl er den Menschen in ihrem Leiden und in ihren Krankheiten helfen konnte, er hat sich nicht erfüllt gefühlt. He felt that he was only treating the effect and not the cause of their suffering. Er hat gespürt, dass er nur den Effekt und nicht die Ursache ihres Leidens behandelt. So after his contract ended, he came back to India, left everything, and went to the Himalayas in Rishikesh. Und als dann sein Vertrag zu Ende war, hat er alles hinter sich gelassen, ist dann nach Indien gegangen, zum Himalaya, nach Rishikesh. There he spent 15 years in intense tapas. Dort hat er 15 Jahre verbracht und intensiv Tapas praktiziert. When he got enlightenment, und dann, als er Erleuchtung erlangt hatte, he started his mission in a simple cow shed. Hat er seine Mission in einer ganz einfachen Kuhhütte begonnen. Kuhstall. You know what a cow shed is? Yes, no. Weißt du, was ein Kuhstall ist? Ja. There is a simple thatched roof. Es ist ein einfaches Dach. And there he continued his tapas. And his spiritual radiance and aura attracted many sincere seekers. Dort hat er sein Tapas weiter fortgeführt und seine Ausstrahlung hat ganz viele spirituell Suchende angezogen. Many of them were very young and very enthusiastic to follow the master's teaching. Viele waren sehr jung und sehr enthusiastisch und wollten den Lehren von dem Meister folgen. He called it the Divine Life Society. Er hat das dann Divine Life Society genannt. And many of these students studied with him for many years, 12, 15 years. Viele dieser Studenten haben viele Jahre mit ihm studiert, 12, 15 Jahre. Not a 2-week training course. Nicht ein 2-Wochen Kurs. Master Shivananda's intention and zeal was to broadcast this teaching to the world. Und Meister Shivanandas Intention war, dass er diese Lehren der Welt an die Welt weitergibt. Even though the orthodox Hindus were mad with him, saying that he is desecrating this sacred teaching.
obwohl die orthodoxen Hindus sehr ärgerlich waren, weil sie sagten, dass er die heiligen Lehren damit runterbringt. So. So he continued to translate the ancient scriptures into English, simple English that the world can understand. Und so hat er begonnen, die alten Schriften auf Englisch zu übersetzen, so dass die Welt sie verstehen kann. That's why we said he wrote over 300 books. Und so sagen wir, dass er über 300 Bücher geschrieben hat. When these disciples were ripe and ready, he sent them out in the world to broadcast this knowledge to the humanity. Und als seine Schüler reif und fertig bereit dazu waren, hat er sie in die Welt hinausgeschickt, um diese Lehren zu verbreiten. You could say that these his disciples were the spiritual giants that disseminated this knowledge to humanity. Man kann sagen, dass seine Schüler die Giganten waren, die diese Lehren in die Welt gebracht haben. One of his disciples' name was Swami Vishnu Devanandaji. Einer seiner Disciples, sein Name war Swami Vishnu Devanandaji. When he came to the West, the only thing he had was spiritual wealth. Als er in den Westen gekommen ist, das Einzige, was er hatte, war spiritueller Reichtum. And he started with that confidence and devotion to his guru, and he started built up a mighty organization. Und er hat mit diesem Vertrauen und mit dieser Hingabe an seinen Guru begonnen und diese große Organisation gegründet. And because of his love for his guru, he called it Shivananda Organization. Und aufgrund seiner Liebe zu seinem Guru hat diese als Shivananda Organisation bezeichnet. Traveling in the West for a while, he experienced that people, even though they are so stressed and they take vacation, at the end of the vacation, they need another vacation. Während seiner Reisen im Westen hat er festgestellt, dass Menschen, die sehr gestresst sind und obwohl sie Urlaub machen, brauchen sie nach ihrem Urlaub nochmal einen Urlaub. That's when he saw the need to start a program, he called it Yoga Vacation. Und so hat er gesehen, dass es den Bedarf gibt und hat etwas gegründet, das er Yoga-Ferien genannt hat. People who experience that vacation, when they go home, they're recharged, refreshed, and ready to fight the battle of life. Und Menschen, die daran teilnehmen, die waren aufgeladen und wieder erfrischt und konnten den Kampf des Lebens wieder aufnehmen. Master Shivananda also, while training his disciples, he also started what is called the Yoga Forest Academy. Und Swami Shivananda, während er seine Schüler trainiert hat, hat er die Forest Academy gegründet. And that was a 3-month course. Und das war ein 3-monatiger Kurs. And it gave the disciples a chance to practice teaching. Und so haben die Schüler eine Gelegenheit bekommen, um das Unterrichten zu praktizieren. Swami Vishnu Devanandaji, when he came to the West, he continued the same teaching, but he condensed it into 1 month. Und zwar mit Vishnu Devanandaji, als er in den Westen kam, hat er den gleichen Kurs zusammengefasst und hat daraus einen einmonatigen Kurs gemacht. Myself at the age of 22, I was categorized as a medicated incurable. Ich selber, als ich 22 war, wurde mir gesagt, dass ich unheilbar krank bin. From the moment I was introduced to yoga, I knew that it was the truth and I embraced it with
intense enthusiasm and faith. Und von dem Moment an, als ich in Yoga eingeführt wurde, habe ich es wusste ich, dass es die Wahrheit ist und habe es mit Vertrauen umarmt. And from the time I started to practice, I started to feel well, until eventually I got back into good health. Und dann habe ich angefangen zu praktizieren und dann ging es mir immer besser, bis ich wieder gesund war. I practiced like that for 8 years. So habe ich 8 Jahre praktiziert. And in 1930, when I met my guru, I retired from the world. What did you say? 1975. At the age of 30. Als ich 30 Jahre alt war. I always want to tell people I'm 108 years old. Ich will den Menschen immer erzählen, dass ich 108 Jahre alt bin. By that time I had 4 kids. Zu der Zeit hatte ich 4 Kinder. I had my wife and my mother-in-law with me. Meine Frau und meine Schwiegermutter mit mir. I had the best job I could think of. I couldn't get higher in that job in seniority. Ich hatte den besten Job, den man sich vorstellen kann. Ich hätte da nicht höher kommen können in diesem Job. Making more money ever dream I will make for make. Und ich habe mehr Geld gemacht, wie ich mir hätte träumen können. But when I met my guru, all of that was not obstacle. Aber als ich dann meinen Guru getroffen habe, war all das kein Hindernis. Swami Vishnudevanandaji invited me to join the organization, and I did. Swami Vishnudevanandaji hat mich eingeladen, dabei zu treten in diese Organisation, und ich habe das gemacht. When I was there teaching, I met this young man. His name was it Sukadev then? Als ich dort angefangen habe zu unterrichten, habe ich diesen jungen Mann dort getroffen. Wie hieß er? Sukadev damals schon? Yeah. So I spent 7 years in the ashram, and when my guru encouraged me to open my own ashram. Und so habe ich 7 Jahre in diesem Ashram verbracht, und dann hat mich mein Guru ermutigt, einen eigenen Ashram zu eröffnen. Sukadev became a Swami and spent, I think, 12 years in the ashram. Und Sukadev wurde ein Swami und hat dann, glaube ich, 12 Jahre im Ashram, war 12 Jahre im Ashram. With that spiritual force coming out from there, starting his own mission. Mit dieser spirituellen Kraft ist da hinausgekommen und hat seine eigene Mission gestartet. This is the effect of it. Das ist der Effekt. But of course, it's a step-by-step process. Aber natürlich ist es ein Schritt-für-Schritt-Prozess. I had the honor of year after year coming to give programs in this place. Ich hatte die Ehre, Jahr für Jahr hierher zu kommen und ein Programm zu geben in diesem Platz. Starting with the humble beginning of a yoga center in Frankfurt. Und, zu Beginn war das ein Yoga-Zentrum in Frankfurt. Then expanding to Westerwald. Dann hat sich das ausgebreitet und dann kam Westerwald hinzu. And then to here. Dann hier. And coming here this time, I cannot help but feel so amazed. Und jetzt hierher zu kommen, ich kann nicht anders als so beeindruckt zu sein. It's like visiting your son. Es ist wie wenn du da, wie den eigenen Sohn zu besuchen. And delight in his success. Und sich an seinem Erfolg zu erfreuen. How many people in this world pursuing success?
Wie viele Menschen in dieser Welt verfolgen Erfolg? But pursuing success in this direction is definitely helping the humanity, uplifting them and exposing them to higher possibilities in life. Aber Erfolg auf diese Art und Weise zu verfolgen, das hilft der Menschheit und hilft die Menschheit zu erheben und die Menschheit zu transformieren. You could say it is continuing that mission that Master Shivananda started. Man kann sagen, das ist eine Fortführung von der Mission, die Shivananda gestartet hatte. And the disciple like Swami Vishnudevanandaji and so on, many, many disciples, they also continuing the same so, mission of the great master. Genauso wie die anderen Schüler von Swami Shivananda, zum Beispiel Swami Vishnudevanandaji und andere Schüler, die haben das fortgeführt, das Werk des Meisters. And myself, Sukadev, we are like the grandchildren of Master Shivananda. Und ich und Sukadev, wir sind wie die Enkelkinder von Meister Shivananda. And you could say that we have the same vasanas. Und man kann sagen, wir haben die gleichen Vasanas. The vasana to want to serve the humanity. Die Vasanas, der Menschheit zu dienen. To improve ourselves first. Uns selbst zunächst zu verbessern. And to share our wealth of spiritual knowledge to the world. Und unseren Reichtum an spirituellem Wissen mit der Welt zu teilen. So, Sukadev, I want to express my admiration and I feel so happy. So, Sukadev, ich möchte meine Bewunderung ausdrücken und ich fühle mich so glücklich. That a person like you is really a shining example in the world. Und ein Mensch wie du ist wirklich ein leuchtendes Beispiel in dieser Welt. They show that, you know, very often people feel that it's not possible for them to achieve their dreams and their aspiration. Es ist oft so, dass Menschen denken, es ist nicht möglich für sie, ihre Träume und das, was sie sich wünschen, zu erreichen. But this knowledge helps you to remove the obstacles in your mind. Aber dieses Wissen hilft dir, die Hindernisse in deinem Geist zu beseitigen. And as you continue to evolve, you're able to identify more and more with your higher self and higher possibilities. Und während du fortfährst, dich zu erheben und dich weiterzuentwickeln, gelingt es dir immer mehr, dich mit deinem höheren Selbst zu identifizieren. The masses of people in this world are existing on the three lower levels. Die Masse der Menschheit existiert in den drei unteren Kategorien. The level of materialism. Die Ebene des Materialismus, of pleasure, Vergnügen and power. Und Macht. And there is no limit to which they are exploring this. Und da gibt es keine Begrenzung, wie sie es erfahren möchten oder erfahren. What really is it doing for the world? Was macht das, was tut das wirklich für die Welt? More and more as you observe, you look around you, become aware that all it does is to keep you in bondage. Und wenn du dich umschaust, dann wirst du dir gewahr werden, dass das dich immer mehr und mehr gefangen hält. The effort of people who wake up to the understanding that there is much more to life than this eating, drinking, sleeping and involving in this way, in the three lower levels. Und so für Menschen, die aufwachen und sehen, dass es mehr gibt in diesem Leben als Essen, Schlafen, also eben in diesen unteren Kategorien sich zu befinden. Once that awakening takes place in you, there is this restlessness, your life is not the same anymore.
Und wenn das in dir erweckt wird, dann gibt es diese Unruhe und das Leben ist nicht mehr das gleiche wie vorher. So you seek knowledge, higher fulfillment, to fulfill this yearning and this knowing that there must be more to life. Und so suchst du nach höherem Wissen und eben auch, dass du möchtest wissen, was es noch mehr gibt in diesem Leben. When that turning point takes place in your life, you are naturally attracted to great souls like Master Shivananda, Swami Vishnu Devananda, etc. Wenn dieser Wendepunkt in deinem Leben passiert, dann wirst du angezogen von großen Seelen wie Meister Shivananda oder Vishnu Devananda. So, just a little above the three chakras, the three levels, you start to feel that expansiveness in your heart. So nur ein bisschen weiter nach oben, über die drei Chakras, fühlst du schon, wie sich das Herz ausweitet. You start to feel that love for the humanity. Und dann fängst du an, diese Liebe für die Menschheit zu spüren. And you want to serve them, not only your selfish self. Und dann willst du ihnen dienen und nicht deinem Selbst oder dir selbst dienen. So, very rare souls like that, you cannot help but have adoration and respect for them. Also für solche Seelen, also es gibt ja sehr wenige von diesen Seelen, kann man nicht anders als großen Respekt vor ihnen zu haben und sie zu bewundern und anzubeten. And that is why all of you are here, to explore this higher knowledge. Und deswegen seid ihr alle hier, um dieses höhere Wissen zu erforschen. So, each one of you have that potential. Und also jeder von euch hat dieses Potenzial. And we need more people like Sukadev in the world. Und wir brauchen mehr Menschen wie Sukadev in dieser Welt. So. We'll continue our program with Rasa Ji presenting some more of her compositions. Wir fahren mit unserem Programm fort und Rasa Ji wird uns noch weitere ihrer Kompositionen präsentieren. So this song, the mantra that we'll use in the song is Anandoham. In diesem Lied werden wir das Wort Anandoham nutzen. Anandoham means I am bliss. Anandoham bedeutet, ich bin Wonne. This is an affirmation reminding us of our true nature. Das ist eine Affirmation, die uns an unsere wahre Natur erinnert. That it's so easy to forget. Und es ist so einfach, das wieder zu vergessen.
I would like to please ask everyone to turn off the Wi-Fi or the Bluetooth on their phones, because my speaker is picking up someone else's phone. Bitte schaltet alle eure Handys, Smartphones aus, weil das irgendwie mit ihrem... I was trying to practice today and something crazy happened. I started hearing someone's phone conversation on my speaker. Also, ich habe vorhin praktiziert und da war ist was ganz Verrücktes passiert. Und zwar habe ich ein Gespräch von jemand anderem auf meinem Lautsprecher gehört. Disappointments. Enjoy your melt again.
So just a few weeks ago, we celebrated Guru Purnima at the ashram. Nur ein paar Wochen ist es her, da haben wir Guru Purnima im Ashram gefeiert. This is Yogi Hari's ashram in Florida, that's where we live. Das ist Yogi Hari's Ashram in Florida, das ist, dort leben wir. And Guru Purnima is the holiday that in which you recognize all of the masters from the past, your own guru, all of the gurus who came before him or her. Und an Guru Purnima feiern wir all die Meister, die aus der Vergangenheit oder den eigenen Guru, alle Meister, die es schon gab, oder auch Meisterinnen natürlich, die es schon gab. So in this song, I invite you to join in. There are some parts where it's call and response. And also ich möchte euch einladen, an einigen Stellen im Song mitzumachen. Es gibt einen Teil, wo es ich singe etwas und ihr wiederholt das. And then there's also a really fun part where I'm saying Bolo Sadguru Shivananda Maharaj ki, and you will all say Jai! Und dann gibt es einen lustigen Teil, in dem ich sage Om Bolo Vishnu Deva oder Yes. So dann sagen wir alle Jai. Yeah. That's your part. Jai! Das ist unser Teil. It's a very, very energizing song. You can make es ist ein sehr energetisierender Song. Thank you.
Trayambakam yajamahe sukantim pushti vardhanam urvarakam iva mahamadhanan mrityoramukshiyamamritat. Om Trayambakam yajamahe sukantim pushti vardhanam urvarakam iva mahamadhanan mrityoramukshiyamamritat. Om Trayambakam yajamahe sukantim pushti vardhanam urvarakam iva mahamadhanan mrityoramukshiyamamritat. Wir wollen noch Om Trayambakam singen für Siegfried, der schwer erkrankt im Krankenhaus ist. Wir wünschen ihm Gesundheit. Wir wollen Om Trayambakam singen für Mutter Virginia, die bald ihren Körper verlassen wird. Wir wünschen ihr guten Übergang in die höheren Welten. Wir wollen das Om Trayambakam singen für Tattva Swarupa und Jnana Devi und wollen beiden Harmonie schicken und viel Lichtkraft. Wir wollen auch das Om Trayambakam singen für Benny und Basti, die heute ihren 15. Geburtstag feiern, seit vielen Jahren zu Yoga Vidya kommen. Ich weiß nicht, ob die beiden jetzt hier sind, aber jedenfalls den beiden herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und auch nochmal Hildegard, der Mutter von Sibylle, die gestern ihren Körper verlassen hat, und wir wünschen ihr einen guten Übergang in die höheren Welten. Om Trayambakam yajamahe sukantim pushti vardhanam urvarukam iva bandhanan mrityoramukshiyamamritat. Om Trayambakam yajamahe sukantim pushti vardhanam urvarukam iva bandhanan mrityoramukshiyamamritat. Om Trayambakam yajamahe sukantim pushti vardhanam urvarukam iva bandhanan mrityoramukshiyamamritat. Om Sarvesham Swasti Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukhavag Bhavet, Asato Ma Satkamaya, Tamaso Ma Jyotir Gamaya, Mrityo Ma Mritam Gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Guru Shivananda Maharaj ki Jai. Bolo Shri Vishnu Devananda Maharaj ki Jai. Bevor wir aufstehen zum Arati, möchte ich gerade vielleicht drei Anekdoten erzählen aus meiner Yogalehrerausbildung im Jahr 1981, wo es Yogi Hari, einer meiner Lehrer, war. Und das war im Staat New York, im Wald, so ähnlich wie Westerwald Ashram auch ist, dort im Wald gelegen.
Und dort kam ich an, 18-jährig, in den Ashram. Und beim ersten Mahlzeit, Abendessen, saß Yogi Hari gegenüber. Und wir hatten irgendwo so eine natürliche Anziehungskraft. Und ich war jung, wollte Gott verwirklichen, hatte Schwierigkeiten, das Gott wirklich zu erfahren und die Gottverwirklichung zu erreichen. Jetzt hatte ich schon Monate gepraktiziert und immer noch keine Gottverwirklichung. Ich war also ziemlich ernst da. Er schaute mir in die Augen, nahm zwei Zeigefinger an meine Lippen und sagte, you must, in seiner ruhigen, you must learn to smile. Und dann lächelte er mich an mit dem breitesten Lächeln. Gut, ein paar Tage später habe ich noch Mut aufgenommen. Ich hatte irgendwelche Verdauungsprobleme. Und dann hat er mir gesagt, you have to eat more slowly. Dann hat er mir noch gesagt, ich muss beim Essen, muss ich immer mit ihm zusammen essen, darf nicht vorher aufstehen vor ihm. Yogi Hari ist jetzt ein, er isst sehr wenig, aber sehr langsam. Ich habe das nur 3 Mahlzeiten durchgehalten. Aber ich esse seitdem höchstens in der halben Geschwindigkeit wie vorher und es hatte mir gut getan. Gut, Yogi Hari war damals, ich weiß nicht, wie es jetzt noch ist, aber da war unglaublich flexibel. Und in der 2. Hälfte der Yogalehrerausbildung, dann wollte er uns all sein Wissen über Asanas zeigen. Und wir hatten noch dazu 3 oder 4 in der Gruppe, die das alles nachmachen konnten. Hier waren wir also so Ende 20 Teilnehmern, 3 oder 4 konnten alles nachmachen, wir anderen haben dann nur gestaunt. Aber er hat gesagt, schaut das einfach an und macht so weiter mit, soweit ihr könnt. Practice makes perfect. Dann hat er auch noch gesagt, mit Praktizieren kann man alles machen. Jedenfalls hat er mich dann sehr inspiriert. Ich war eigentlich in der Jugend, galt ich so als steif. Und dann habe ich dann auch irgendwo den Ehrgeiz bekommen, viel zu praktizieren. Und irgendwann ist es mir gelungen, die Asanas im großen illustrierten Yoga-Buch alle zu können. Nicht so wie Swami Vishnu und erst recht nicht wie Yogi Hari, aber irgendwie habe ich es hingekriegt. Inzwischen geht es auch nicht mehr so. Die natürliche Swarupa meines Körpers ist irgendwann wieder zurückgekommen. Aber ich konnte sehen, was man mit regelmäßiger Praxis machen kann, wenn man nicht mit seinem eigenen Geist blockiert. Und auch das hat mich dann eben auch irgendwo geprägt. Also lächeln, manchmal geduldig sein, offener Geist, üben, Vertrauen haben und voranschreiten. So, Yogi Hari Maharaj Ki Jai. Ja, wir stehen auf zum Arati und Samstag machen wir es ja im Dunkeln, da wirkt das Licht besonders stark. Wer den Text nicht auswendig kennt, sagt einfach Jai Jai Arati und Licht. Innerlich heißt das, Licht sei überall. Yeah.
So thank you very much, Yogiji, for coming here after quite a few years. And it was wonderful to be with you in satsangs again. And thank you also for Rasa for accompanying for these wonderful chants there. Und ich möchte auch besonders Ira Shepetin willkommen heißen. So, welcome Ira Shepetin. Er ist ein Vedanta-Spezialist, Vedanta-Lehrer, Vedanta-Praktizierender. Laut Chandra, derjenige, der das klassische Vedanta am besten beherrscht unter allen modernen Vedanta-Lehrern. Und er wird ab morgen dann auch ein Vedanta-Seminar geben, wo wir sehr glücklich sind, dass wir ihn gewinnen konnten, hierher zu kommen. So, thank you very much. Und Yogi Hari wird nochmal am Montag um 12.30 Uhr ein Konzert geben. Wer also plant, morgen abzureisen, bleibt einfach noch einen Tag länger hier. Könnt ihr das auch noch genießen. Und wir sammeln auch Spenden für Yogi Hari, denn er macht ja jetzt kein Seminar, aber hat auch Reisekosten und so weiter. Und auch Rasa reist mit ihm und Instrumente und vieles andere. Und dort vorne ist eine Spendenbox und dann freuen wir uns, wenn ihr dort etwas einzahlen könnt, was es auch erleichtert, dass Yogi Hari vielleicht nächstes Jahr wiederkommen kann. Und morgen steht es auch am Infopoint. Die Spendenbox am Infopoint, wenn er jetzt nichts mitgenommen hat. The clapping went when I said, maybe we can convince Yogi Hari to come next year again. And then everybody started clapping spontaneously.